meine Lieben, willkommen bei einer weiteren Snai News Folge. Und zwar wollten wir euch mitteilen, dass wir jetzt mit so einem kurzfristigen Let's Play Together anfangen werden. Und zwar mit Ewolf. Und Ewolf befindet sich zurzeit in der Alpha. Das heißt, es ist jetzt für 48 Stunden lang freigeschaltet. Genau, von Freitag bis Sonntag haben sie es jetzt freigeschaltet. Man musste sich für diese Alpha bewerben. Und der, wie wir auf das Spiel gekommen sind, liegt am Hendrik, alias Hendrix. Der hat uns gesagt, er hat sich für diese Alpha beworben, hat einen Key bekommen, hat jetzt schon Freitag gespielt, kam dann gestern auf mich zu, er hat plötzlich 4 Keys zugeschickt bekommen und hat mich gefragt, ob wir Bock hätten, da mitmal das einfach mal mitzuspielen, mal auszutesten. Und dann hat Teacher einen Key bekommen, Sebastian, ich, der Marc auch, Marc hat es bisher noch nicht gespielt. Und Dennis hat sich dann selber auch noch einen Key besorgt, indem er sich da auch nochmal angemeldet hat und gehofft hat, dass er einen zugeschickt bekommt. Ja, und worum es halt bei Ewolf geht, das ist eigentlich ein wirklich interessantes Spiel. Wie gesagt, man kann das halt zu 4 zu 5 eigentlich, also wie gesagt, es ist ein Let's Play Together, es können halt mehrere Leute spielen. Und der Sinn und der Sache ist, es gibt Hunter und es gibt ein Monster. Die Hunter müssen halt das Monster jagen. Und Hunter sind 4 Stück. Ja, das wollte ich gerade sagen. Hunter können 4 Leute sein und halt Monster gibt es halt dann nur einen. Und man startet halt so, dass zuerst spawnt halt das Monster und dann kommen wir halt dahin. Das ist auch nicht so wichtig, wie das funktioniert. Zumindest ist es dann am Ende so, dass wir halt alle das Monster jagen müssen. Entweder töten wir das Monster, dann gewinnen wir. Oder das Monster tötet uns und das Monster gewinnt. Ja, und das Monster ist halt auch eine reale Person. Ja. Und zurzeit ist es leider, jetzt weil es wahrscheinlich die Alpha ist, ist es so, dass halt keiner jetzt das Monster auswählen kann. Also theoretisch könnte man das Monster sein, aber wir könnten dann nicht zusammenspielen. Also im Moment sind wir nur die Hunter. Zu detailliert! Was? Zu detailliert? Zu detailliert, das ist überhaupt nicht wichtig. Naja, ist ja auch egal. Zumindest ist es ein wirklich cooles Spiel, das kann ich gerade echt jedem empfehlen. Was sie noch hinzufügen sollte, was einfach wichtig ist, diese 4 Hunter. Die haben 4 verschiedene Klassen und es ist so, dass alle 4 verschiedenen Klassen in einer Runde, das Spiel ist halt rundenbasiert, ja, vorhanden sein müssen. Also wenn wir mit 4 Leuten spielen, gibt es immer 4 verschiedene Klassen, die gesetzt werden. Und das ist halt sehr interessant. Und du kannst dich als hochleveln, umso mehr du spielst und umso besser du bist, kannst verschiedene Fähigkeiten ausnutzen, verschiedene Items einsetzen. Ja, und das ist das Interessante, weil das halt richtig geil ist. Man muss als Team super geil spielen und das macht dadurch viel mehr Spaß. Wir können euch jetzt schon sagen, dass wir mehr Spaß hatten als bei Titanfall am Anfang gerade. Und wir haben jetzt 7 Folgen gerade aktuell aufgenommen schon, gestern Abend, samstags. Jetzt wollen wir gleich noch was machen, weil die Alpha dann heute um 8 Uhr zu ist. Ja. Möchtest du noch was sagen zu Ewolf? Nö, es ist echt ein cooles Spiel und ja, wie gesagt, ich würde es jetzt gerne jedem empfehlen, aber es ist halt gerade bei der Alpha. Das kann sich jetzt gerade keiner mehr holen. Ja, und ich wollte dann noch dazu sagen, dass wir... Ich wollte noch was zu Robocraft sagen, denn Robocraft ist ja gestern gestartet. Und weil Robocraft gestern gestartet ist, steht jetzt auch fest, wann sie es rausbringen, der Dennis und der Sebastian. Erstmal super Arbeit von den beiden. Schaut euch das mal an. Das macht extrem Spaß, wie sie es gemacht haben. Sie haben einen Unterhaltungscharakter drin, aber gleichzeitig erklären sie auch sehr, sehr viel, weil der Dennis sich schon recht gut mit dem Spiel auskennt. Und rauskommen wir jetzt 2 Folgen pro Woche. Immer samstags 18 Uhr und dienstags 18 Uhr. Die wechseln sich wohl wochenweise beim Uploaden ab, weil beide nicht so eine gute Leitung haben. Jeder nimmt pro Woche 2 Folgen auf, einfach so. So wollen sie es erstmal machen. Und wer weiß, vielleicht gibt es auch einen Gastauftritt von mir oder von anderen Leuten. Das ist nochmal gucken. Es ist ja eher so ein kleines Fun-Spiel, was so zwischendurch Spaß macht. Ja gut, das war's dann. Hast du noch was beizufügen? Nö. Ja, dann würde ich sagen, schaut euch Ewolf an, schaut euch Robocraft an. Das ist wirklich cool. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Es kommt noch Sonntag raus, ne? Das kommt jetzt direkt nach. Okay, dann einen schönen Sonntag noch. Macht's gut und bis dahin.